ich bin der Matthias von der Krönungswelle für ein bedingungsloses Grundeinkommen und ich stelle jetzt die gewagte These auf, dass eine Demokratie eigentlich nie stabil sein kann, weil von Stabilität spricht man, wenn sich nichts verändert, solange ich nichts tue. Also eine Kugel, die in einer Mulde liegt, die ist stabil. Aber so ist Demokratie nicht. Demokratie lebt von der ständigen Beteiligung aller. Und das ist für mich das große Problem heute, dass sich eigentlich zu wenige Leute hinstellen und sagen, ich möchte was bewegen. Und das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Danke. Gut, ich wurde nochmal gefragt, was Demokratie ist. Und Demokratie ist für mich, wenn sich möglichst viele Menschen beteiligen. Und das ist nicht dann der Fall, wenn man einfach nur ein Wahlrecht hat alle 4 Jahre, sondern wenn sich große Mengen von Menschen gegenseitig, wenn sie diskutieren und sich gegenseitig eine Meinung bilden und sich selbst eine Meinung bilden und sich dann beteiligen am Prozess, wo die Richtung hingeht. Denn die Welt verändert sich immer. Die Frage ist nur, in welche Richtung. Und wir bestimmen, in welche Richtung. Und das ist Demokratie. Ja, die Strukturen, die entwickeln sich dann fast von selbst. Wenn sich eine große Menge von Menschen beteiligt, dann entwickeln sich so von selber auch die Strukturen. Da gibt es natürlich Dinge wie direkte Demokratie, wie in der Schweiz, oder Mitbestimmungsformen, vielleicht ein weiterentwickeltes Petitionsrecht. Das sind dann aber Strukturen, die wir dann zusammen entwickeln müssen. Auf jeden Fall. Wo liegen für dich Schwachstellen im System? Also gerade wo Korruption, was würdest du wieder so zuerst sehen? Die Schwachstellen liegen für mich da, dass viel zu viel hinter den Kulissen beraten wird. Und das merkt man von der Kommunalpolitik bis in die höchsten Ebenen in Brüssel. Viel zu viel wird in irgendwelchen Hinterzimmern abgesprochen, beschlossen und dann eigentlich im Parlament ist nur noch die Abstimmungsshow. Es wird also nicht mehr öffentlich debattiert, sodass die Bürger sich beteiligen können oder im rechten Moment noch sagen können, stopp, das läuft in eine Richtung, wo wir das nicht haben möchten. Sondern es wird eigentlich hinter den Kulissen die Richtung bestimmt und dann wird es öffentlich bekannt gegeben, wie man jetzt abgestimmt hat. Na, dann wird es öffentlich bekannt gegeben, was man für Vorschläge für geeignet hält. Genau. Und die werden dann eigentlich abgestimmt. Ja. Also was an Vorschlägen, die eingegangen ist oder von wem, ja. Ist transparent. Ja. Und wenn man dann als Bürger dann sagt, nachdem abgestimmt wurde, weil man es jetzt bekannt bekommen hat, Moment, ich hätte aber lieber was anderes gehabt, dann haben die Politiker schon 10 Jahre diskutiert und kennen natürlich sämtliche Argumente, auf die sich der Bürger erstmal einstellen muss. Also die Politiker sind uns immer voraus in einem gewissen Sinn, weil sie halt hinter den Kulissen schon diskutiert haben über die Themen, die dann bekannt werden. Aber die Themen, die voraus sind, die werden eigentlich bei uns diskutiert. Direkte Demokratie oder bedingungsloses Grundeinkommen, die werden im Volk diskutiert und kommen bei den Politikern nicht an. Und da liegt das Problem, das ich sehe, und das müssen wir noch verändern. Bitte.
Frage. Ja, Manni.